Wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht. Er entfacht in ihr eine unvergleichliche Leidenschaft, die sich in lebensverändernden Predigten, kraftvollem Worship und überfließender Kreativität entfaltet. In dieser Kirche feiern und genießen wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater voller Enthusiasmus und lernen ihn in all seinen Facetten immer tiefer kennen. Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. Egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist, hier findet jeder ein Zuhause. Diese Kirche ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe, Zusammenhalt und dienender Leiterschaft geprägt wird. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut hin und nicht weg. Wir sehen uns danach, die Kraft Gottes zu erleben. Im Wissen, dass für Gott alles möglich ist. Erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes und erleben seine Wunder. Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt, die Sprache unserer Zeit spricht und sich als Teil der Antwort versteht. In der Kirche, von der wir träumen, kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus und werden ihm immer ähnlicher. Während diese Kirche ständig wächst, wird sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft. Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen. Hallo und herzlich willkommen bei uns im ICF Wien an diesem letzten Sonntag im Jahr. Wir freuen uns sehr, dich heute mit dabei zu haben. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ist so cool, dass wir gemeinsam jetzt zu Hause diese Celebration feiern dürfen. Ja, und wir haben uns diese Woche wirklich unterhalten. Ich habe gesagt, hey René, wo ist dieses Jahr hin? Weg. Weg. Es ist so schnell vergangen. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es dir gegangen ist, aber das Jahr 2020 ist so husch und zack, Ende des Jahres und wir stehen schon vorm Übertritt in ein neues Jahr. Ich meine, viele sind vielleicht froh, dass ein neues Jahr kommt. Ja, weil dieses Jahr war richtig so unreal sozusagen. Also für uns alle wahrscheinlich war das wie bumm, zack, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, fertig. Was war das? Ja. Und doch blicken wir einfach auch als Kirche auf ein sehr ereignisreiches Jahr zurück, in denen wir gemeinsam durch viele Höhen und Tiefen gegangen sind und wo wir natürlich viele Herausforderungen hatten, aber wo wir auf der anderen Seite auch sehr, sehr viel Grund haben, wirklich Gott dankbar zu sein. Ich meine, wir sind in diesem Jahr umgezogen in unser neues Zuhause und ich bin immer noch wirklich glücklich, dass wir endlich hier sind in diesem Gebäude. Das hat das ganze Kirchenleben schon ein bisschen verändert, würde ich sagen. Wir frieren nicht mehr und schwitzen im Sommer dann auch nicht mehr so. Und ja, haben das einfach eingenommen, mitten in dieser Corona-Zeit, natürlich auch wieder unter besonderen Bedingungen. Wir hatten Taufen im Sommer, neue Leute sind in die Kirche gekommen. Wir haben dann Celebrations gefeiert mit Gästen, dann wieder ohne Gäste, dann wieder mit Gästen, wieder ohne Gäste. Ständige Änderungen. Aber eins können wir sagen, und zwar Gott hat geholfen bis zum heutigen Tag und bis, ja, fast bis zum Ende des Jahres. Und da sind wir wirklich, wirklich, wirklich sehr, 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 sehr dankbar. Ich hoffe, auch du führst dir einfach jetzt zu diesem Jahresende vor Augen, wofür du Gott dankbar sein kannst in deinem Leben. Natürlich, wir hatten alle diese schwierigen Zeiten, wo wir manchmal, also manchmal, mir ist wirklich manchmal so gegangen, dass ich nicht mehr gewusst habe, wo oben und die Anschläge waren ja auch noch, Terroranschläge, da haben wir auch wieder als Kirche drauf reagieren müssen und so. Corona hat es auch noch gegeben. Corona, ja, Corona, das Unwort des Jahres. Und ja, in all diesen Herausforderungen
haben wir doch erlebt, dass Gott treu ist, dass er uns versorgt hat, dass er uns durch alles durchgeholfen hat, dass unser Team wirklich zusammengewachsen ist. Wir einfach gesehen haben, was für ein gutes Team das ist. Unglaublich. Wir sind sehr, 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 also ich bin sehr, sehr dankbar für jeden Einzelnen. Vor allem auch, dass einzelnen wir den Livestream möglich gemacht haben. Ja, den Livestream auf jeden Fall. Damit nicht nur die Leute hier, sondern auch ihr zu Hause immer mit dabei sein könnt und wir einfach flexibel sind. Mal mit Gästen, mal ohne Gäste, das muss sich ja noch einer auskennen. Ja, alles in allem können wir wirklich sagen, Gott ist gut, er ist treu und wir sind ihm dankbar für das Jahr, das hinter uns liegt. Und es ist ja wirklich so, auch durch die schwierigen Zeiten hindurch, genau die und oft meistens wirklich genau die nutzt ja Gott, um einfach Dinge zu bewegen, Dinge wachsen zu lassen, Dinge abzuschneiden, zu schleifen, die nicht geschliffen und abgeschnitten werden würden, wenn diese herausfordernden Situationen nicht wären. Und ich bin sehr dankbar, dass wir gewachsen sind in allen Bereichen unseres, also auch ich persönlich, aber auch in jedem Bereich der Kirche. Und ja, so am Ende des Jahres, wir schauen uns einerseits zurück, aber wir möchten auch wirklich vorausschauen, weil ein neues Jahr liegt vor uns. Das Jahr 2021, das ist schon krass, 2021. Und wir möchten zuversichtlich in dieses neue Jahr schauen, auch wenn es natürlich auch da wieder Herausforderungen gibt und nicht einfach mit Silvester, bam, ist alles vorbei, alles gut. Und wir tauchen dazu ein in eine Geschichte aus der Bibel. Wir haben euch dazu ein Video mitgebracht. Es ist niemand geringerer als der Noah, von dem wir einfach lernen möchten, Prinzipien für unsere Leben mitnehmen und mit diesen Gedanken dann ins neue Jahr gehen. Die Geschichte der Arche Noah beginnt mit der Entscheidung der Menschheit, sich von Gott abzuwenden. Sie hörten nicht auf Gott und waren durch ihren hedonistischen Lebensstil vom rechten Weg abgekommen. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn: Böses planen, Böses tun. Doch ein Mann war anders: Noah. Noah war ein rechtschaffener Mensch, ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Er, seine Frau und seine drei Söhne, Sem, Ham und Japhet, fanden Gnade bei Gott. Doch von dem Rest der Menschheit blieb Gott enttäuscht. Also sprach Gott zu Noah: Ich habe beschlossen, alles Leben auf der Erde zu vernichten. Denn wo man auch hinsieht, herrscht Grausamkeit. Darum werde ich alles auslöschen. Denn mein Plan steht fest. Mit einer großen Flut werde ich die ganze Erde überschwemmen, sodass Mensch und Tier darin umkommen. Kein Lebewesen soll verschont bleiben. Dann befahl Gott Noah: Bau dir ein Schiff, die Arche. Denn mit ihm wollte er einen Bund schließen. In die Arche sollte Noah mit seiner Frau, seinen Söhnen und Schwiegertöchtern und mit zwei aller Tieren gehen. Noah führte alles genauso aus, wie Gott es ihm aufgetragen hatte, und begann, die Arche zu bauen. Als Noah 600 Jahre alt war, schickte Gott die Sintflut, die er prophezeit hatte. Geh nun mit deiner ganzen Familie in die Arche, denn ich habe mir die Menschen angesehen. Du bist der Einzige, der noch vor mir bestehen kann. 40 Tage und 40 Nächte regnete es in Strömen. Gott löschte das Leben auf der Erde völlig aus. Niemand konnte sich retten. Als das Wasser versickerte und der Erdboden wieder trocken war, konnten alle die Arche verlassen. Gott sprach zu Noah und sagte ihm: Nie mehr will ich wegen der Menschen die Erde verfluchen, obwohl sie von frühester Jugend an voller Bosheit sind. Nie wieder will ich alles Leben vernichten, wie ich es getan habe. Weiter sagte er: Diesen Bund schließe ich mit euch und allen Bewohnern der Erde. Immer und ewig will ich dazu stehen. Der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Was für eine krasse Geschichte, die Geschichte von Noah. Jedes Mal, wenn ich sie lese, denke ich, war es außergewöhnlich. Und mir sind ein paar Gedanken hier aufgegangen, die möchte ich jetzt mit euch sharen, vor allem in dieser Zeit. Es war eine katastrophale Zeit und es war eine Krise sondergleichen. Die Menschheit wurde vernichtet und Gott stellt sich zu den Menschen. Und das sehen wir im folgenden Vers. Und zwar in 1. Mose 8, Vers 21 bis 22. Das war direkt, nachdem die Leute aus
aus der Katastrophe, aus der Arche herausgekommen sind, also aus dieser retteten Arche. Und hier steht, nie mehr will ich um der Menschen willen die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten, so wie ich es gerade getan habe. Auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind. Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Es war eine Zeit von einem Neustart mit Gott. Ein Neustart in ein neues Leben, in eine Zukunft. Für uns auch umgelegt in ein neues Jahr. Und was hatte Gott zu den Menschen damals gesagt? Ich weiß, dass ihr eigentlich böse seid. Ich weiß, ihr macht Fehler. Ihr werdet wieder Fehler machen. Ihr werdet euch nicht viel verbessern, weil das Herz des Menschen böse ist. Aber er sagt, auch wenn ihr euch nicht verändern werdet, meine Prinzipien bleiben gleich. Und hier ist das krasseste Prinzip, das Gott den Menschen mitgibt, ist Saat und Ernte. Also er sagt nicht, alles ist okay, alles ist locker, in der neuen Season wird's dann chillig und keine Feinde mehr. Sondern er sagt, hey, ich gebe euch eine neue Chance, ich bin bei euch. Und es wird Arbeit geben. Es wird wieder Saat und Ernte. Saat heißt, ich streue was aus, ich warte und es wächst. Und es hat Arbeit bedeutet. Und in dieser ganzen Situation fragen wir uns oft, ja, 2021 oder dann kommt die Impfung und dann in 6 Wochen sind alle durchgeimpft. Alles wird locker und easy sein und wir können den Jahresplan starten. Und ich lache schon, wenn ich das Wort Jahresplan nur höre. Denke, ah, ein Plan. Okay, Wochenplan, maximal. Aber in dieser Zeit sagt Gott, meine Prinzipien zählen. Es wird nicht alles einfach besser, perfekt werden, auch 2021 nicht. Aber Gott sagt, hey, meine Prinzipien, es wird eine Zuversicht geben, es gibt eine Möglichkeit, es gibt neue Chancen, es gibt Hoffnung. Und in 1. Mose 9, Vers 1 steht, Gott segnete Noah und seine Söhne und befahl ihnen, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Wow, er schickt sie raus mit diesem Segen und sagt, macht etwas, vermehrt euch, startet etwas, ich segne euch. Für jede neue Season möchte Gott uns segnen. Egal in welcher Katastrophe es ist, egal. Die Erde ist untergegangen, also die Menschheit ist untergegangen. Gott hat sich gedacht, mein Gott, wie furchtbar ist das alles, aber es geht nicht anders. Und die Arche Noah, die ganze Geschichte, wie wir sie gehört haben. Und Gott sagt, es gibt einen Neustart. Ich segne euch in diese neue Season rein. Eine neue Chance, ein neuer Aufbruch. Und die Learnings für diese von Noah sind für mich eigentlich recht klar. Das Erste, das Noah tat, als er aus dem Schiff ausstieg, war, er brachte Gott ein Dankopfer. Da denke ich mir, Wahnsinn, ein Dankopfer? Wie cool ist das? Er sagt einfach Gott, danke, dass du uns durchgebracht hast. Danke, dass du uns gesegnet hast. Danke, dass du der Gott bist, vorher, nachher, währenddem. Und er brachte Gott ein Dankopfer. Und das ist das, was die Lana auch gesagt hat. Es gibt gute Dinge. Wir können Gott zum Abschluss diesen Jahres, auch wenn die neue Season noch nicht perfekt ist, ein Dankopfer geben. Danke, 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 danke für die unverdiente Gnade im Jahr 2020. Vieles von uns sind Gott näher gekommen durch die Krise. Und dafür bin ich schon dankbar. Auch wenn ich manchmal müde bin ich trotzdem sehr dankbar. In 1. Mose 9, Vers 20, ein weiteres Learning für mich. Nach der Flut fing Noah an, Felder zu bestellen und Wein anzubauen. Also es geht nicht um einen Wein, weil ich Südsteirer bin. Da denke ich mir, die Arche Noah, was, die ist gelandet in der Südsteiermark, weil das ist gleich rausgeflogen aus der Arche und hat einen Weinbauer, einen Weingarten angesetzt. Logisch, es war woanders, aber es war wahrscheinlich nicht weit weg von dort. Und Noah kam raus und er fing was Neues an. Das sind zwei Gedanken, die ich dir mitgebe, vom alten Jahr, aber auch rein ins neue Jahr. Das erste, Gott hat gesagt, es wird kein Ende geben von Saat und Ernte. Was für eine Saat möchtest du ausstreuen im neuen Jahr? Ich habe mit einem Mann geredet letzte Woche und wir haben gesagt, beide, hey, wir können sehr, sehr dankbar sein und Gott bitten, dass die negative Saat in unserem Leben nicht aufgeht. Ich hoffe, dass die negative Saat nicht aufgeht, dass ich von meinen Fehlern und Charakterschwächen,
Das hoffe ich auch für dich. Und ich habe mir überlegt, was kann ich machen gegen die negative Saat in meinem Leben? Ich kann was Positives aussehen. Vielleicht hat Armut oder Geiz mein Leben bestimmt. Vielleicht keine Freunde zu haben. Vielleicht schlechtes Zeitmanagement. Vielleicht habe ich eine Ernte der Bitterkeit in meinem Leben, eine Ernte der Krankheit, weil ich nicht auf meinen Körper geschaut habe. Und deswegen muss ich mich fragen, was sehe ich aus im neuen Leben? Im neuen Leben, im neuen Jahr. Saat und Ernte wird kein Ende haben. Das Prinzip funktioniert. Vielleicht überlegst du dir gerade am Anfang, was möchtest du mit deiner Zeit machen? Vielleicht in eine Beziehung investieren, weil du merkst, ich brauche Freunde und du möchtest investieren, sehen, dass du gute Beziehungen erntest. Vielleicht wünschst du dir viele Geschenke, wie ich immer. Ich hoffe, ich kriege Geschenke. Ich liebe Geschenke und mein Herz geht auf. Ich liebe sie auspacken, aufreißen durch sie. Aber ich muss natürlich Geschenke geben, damit ich Geschenke empfange. Das ewige Leben ist ein gratis Geschenk, da kann ich nichts dazu tun. Aber die Geschenke in meinem Leben, da kann ich eine Saat ausstreuen. Was machst du mit deinem Geld? Vielleicht denkst du, oh, das wird schwierig, Wirtschaftskrise 2021, weiß Gott, wie das wird. Der weiß es. Und ich weiß, Gott versorgt und er möchte von uns einen Samen haben, mit dem er arbeiten kann. Ich überlege mir, vielleicht kann ich ein bisschen mehr geben wie 10%, 11 oder 12. Mein Same, vielleicht ein extra Opfer. Wir sammeln jeden Monat Geld, das wir einmal im Jahr als extra Spende abgeben können, also dass wir investieren können, jemandem schenken, in die Kirche spenden. Aber wir machen das ganz bewusst. Wir möchten eine Saat auch ausstreuen. Vielleicht ist deine Saat, dass du Zeit mit deiner Familie verbringst. Vielleicht betest du für alle Singles in deiner Kirche, damit du selber einen Partner bekommst. Vielleicht investierst du in deine Gesundheit und streust eine Saat aus, damit du gesund bist 2021. Nimmst ein paar Kilo ab, nicht nur als guter Vorsatz, sondern weil du eine positive Ernte haben möchtest. Und das Zweite ist, Noah, also Gott hat Noah gesagt, Saat und Ernte werden nicht vergehen. Und das möchte ich uns ermutigen, zu säen entgegen jeder Wirtschafts-, Finanz-, Gesundheit, egal welche Krise. Wir säen einen guten Samen aus, weil wir glauben, dass Gott etwas tun kann. Und das Zweite ist, Noah stieg aus dem Schiff und er startete was Neues. Er pflanzte einen Weinberg. Der erste Gedanke der Menschheit, die moderne Menschheit. Wir brauchen einen Weinberg, weil es schön ausschaut und weil es entspannend ist, Weinbauer zu sein und weil es eine gute Frucht gibt. Meine Frage an dich ist, was möchtest du neu starten im neuen Jahr? Vielleicht möchtest du eine Kleingruppe aufmachen, eine Small Group. Vielleicht bist du irgendwo, schaust dieses Video jetzt an, diesen Gottesdienst und denkst, wow, in unserer Gegend wäre cool, wenn wir eine Kirche hätten. Vielleicht, und du könntest eine Gruppe starten, eine Online-Church uns schreiben und sagen, hey, ich werde da in der Südstaatbank in Tirol meine Freunde zusammenholen und wir werden jede Woche gemeinsam den Livestream anschauen und so sind wir Teil vom ICF und nicht alleine. Ich hole meine Nachbarn zusammen. Vielleicht möchtest du ein Geschäft starten. Mitten in der Krise, lasst uns die schönsten und besten Geschäfte starten. Lasst uns nicht beeinflusst werden von der Angst, es könnte kaputt gehen. Lasst uns mutig ein neues Business starten. Vielleicht möchtest du eine Familie gründen. Du bist schon 48 Jahre verlobt und denkst dir jetzt, vielleicht könnte ich mal heiraten. Wenn du ein junger Mann bist, sei mutig, frag sie und heirat sie. Gibt keinen besseren Zeitpunkt. Vielleicht möchtest du dies oder jenes neu gründen oder anfangen, das erste Mal überhaupt etwas zu spenden. Was auch immer. Überleg dir die Saat fürs neue Jahr, eine positive Saat, und überleg dir, was du neu starten möchtest. Wir hatten letzte Woche einen Mann hier, letzten Sonntag, der hat eine Kirche gestartet in Klagenfurt. Was für ein Abenteuer, aber er hat was Neues angefangen. In 1. Mose 8, 21, solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Saat und Ernte, das hat Gott uns versprochen für dieses neue Jahr.
Und ich möchte ganz bewusst jetzt für uns beten, dass Gott uns zeigt, was für eine Saat wir ausstreuen sollen und was wir neu starten sollen, wie Noah. Jesus, ich danke dir, dass du jedem Einzelnen von uns begegnest, und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt zu uns sprichst, dort, wo wir sind. Was ist unser Teil, was ist unsere Saat? Oder was möchten wir oder müssen wir oder sollen wir neu starten? Und ich möchte heute, wenn du zu Hause bist und jetzt mitbetest, möchte ich dich auch fragen, im Namen Gottes möchte ich dich wirklich fragen, möchtest du heute ein neues Leben mit Gott starten? Vielleicht bist du weggekommen von Gott. Ich habe so das Gefühl, dass Menschen heute zuschauen, die haben sich von Gott entfernt. Und Gott möchte dir einen Neustart geben. Oder du hast Jesus noch nie erkannt, und ich möchte dich auch heute einladen. Fange ein Leben mit Gott an. Es ist nur ein Gebet weit entfernt. Und ich segne dich damit, dass du das machst. Ich segne deine Saat. Ich segne uns als Kirche. Ich segne dich als Familie für dieses neue Jahr, das vor uns liegt. Das alte Jahr wird uns nicht bestimmen, sondern das neue Jahr wird unser Leben und unser Denken in der Hand haben, weil Gott mit uns ist. Amen. Gott segne dich. Amen. Danke, René. Ja, mich begeistern diese göttlichen Prinzipien, weil sie einfach unabhängig sind von allen Umständen. Das ist so cool. Und was mich so begeistert, wenn ein Bauer eine Saat aussät, dann muss er sie loslassen. Und er muss darauf vertrauen, dass etwas wächst. Und wenn er es nicht loslässt, dann wächst auch nichts. Und genauso ist es in unserem Leben, im Leben von Noah. Und auch für dieses neue Jahr, der René hat schon viel dazu gesagt, was ist deine Saat? Was sind die Dinge, die du bereit bist, loszulassen, hinzugeben und zu schauen, was im neuen Jahr Gott daraus wachsen lässt, auch in Bezug auf deine Kirche ICF Wien. Ich habe mir echt überlegt, also mich motiviert es, weil ich weiß, dass wir Gott vertrauen können, dass wenn wir sehen, dass etwas wächst, und auch wenn wir aus einem holprigen Jahr kommen, können wir trotzdem zuversichtlich ins neue Jahr schauen und wissen, wenn wir aussehen, es wird was wachsen, weil sein Prinzip hört niemals auf. Und wir werden nicht aufhören, die Saat vom Evangelium auszusehen. Wir werden nicht aufhören, unser Geld zu investieren in die Kirche, damit Menschen von diesem Gott hören und an diesem Gott dranbleiben können. Und ich möchte dich heute an diesem letzten Sonntag im Jahr fragen, was ist konkret, ganz praktisch heute, was ist deine Saat? Wo spricht Gott zu dir? Einerseits mit Ressourcen, die du hast, Talenten, Begabungen, die du einsetzen kannst, aber auch mit deinen Finanzen für deine Kirche. Was möchtest du aussehen? Was möchtest du hergeben und loslassen und schauen, was daraus wächst? Wir haben das immer und immer und immer wieder gemacht, und jetzt sind wir hier, auch hier in Wien, nach 6 Jahren, und Gott hat unglaubliche Dinge wachsen lassen. Du siehst den QR-Code, da kommst du auf unsere Webseite, da hast du alle Möglichkeiten, wie du deine Saat aussehen kannst. Über PayPal, über Online-Banking, über Klarna. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen bei dir, auch stellvertretend für das ganze Team, für die ganze Kirche. Ja, dass du da mitmachst, dass du das mitträgst. Und dass wir gemeinsam einfach in ein Jahr schauen werden, gespannt, was da alles wächst, was da alles kommen wird an Gutem, weil Gott hat versprochen, wie es der René gesagt hat, dieses Prinzip wird niemals aufhören, egal in welcher Situation wir uns befinden. Und darauf stellen wir uns, darauf vertrauen wir uns und machen uns ready für ein powervolles, starkes, von Gott gefülltes Jahr. Und jetzt zum Schluss möchten wir noch eintauchen, einfach in eine Worship-Zeit. Vielleicht
ist dir noch nicht bewusst oder ist dir noch unklar, welche Saat du aussehen möchtest, dann nimm dir jetzt Zeit, auch während diesem Song mit deinem Gott zu sprechen und ihn zu fragen, wo das du aussehen sollst, wo das du ihm vertrauen musst, wo das du loslassen musst. Lass uns eintauchen in Ready or Not. Nothing else, just come. Are you ready? Are you ready? Come now. Bring your hopes, your dreams, your doubts, your scars. Are you ready? Are you ready? Everyone, two or three of us.
Are you ready? Come now. Bring him praise for what he's gonna do next. Are you ready? Are you ready or not? Come. Danke, Vater, für deine Liebe, für deine Gnade. Und jetzt kommt dieses Jahr langsam dem Ende zu, das so einfach, wie René gesagt hat, so unreal war teilweise. Aber ich bitte dich, Vater, hilf uns, wirklich mit diesem Jahr abzuschließen. Aber viel wichtiger, mit Zuversicht auf das neue Jahr zu sehen. Weil du bist mit uns nach wie vor. Du bist mit uns nach wie vor. The weapon may be formed, but it won't prosper. And when the darkness falls, it won't prevail. For the battle below.
Songs, das sind Gebete, die wir wirklich in den Himmel schicken, aber auch die wir mitnehmen ins neue Jahr. Gott steht über allem, auch wenn das Jahr knallhart war für manche, auch für uns oder für dich. Gott kann das Schlimmste nehmen und etwas Gutes draus machen im neuen Leben. Nächsten Sonntag starten wir in eine neue Serie. Es wird um Gebet gehen. Also bitte hol dir auf Telegram alle Informationen, dass du dann auch siehst, ist es live oder so wie es aussieht. Die Tendenz ist wahrscheinlich, dass wir wieder nur einen Livestream haben werden aufgrund vom Lockdown. Aber auf Telegram bist du informiert. Genau. Wolltest du was sagen? Ja. Ja? Okay. Und wir möchten dir von ganzem Herzen einen guten Rutsch wünschen ins neue Jahr. Silvester sind wir ja alle zu Hause, wie immer, aber diesmal noch zu Hause. Und ich wünsche dir wirklich ein super Jahr. Wir wünschen dir einen großartigen Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute und einfach nimm dieses Jahr mit, was du lernen konntest und nimm es mit ins neue Jahr, lass das Alte hinter dir und sei froh und mutig, möchte ich nur sagen. Und wir möchten dir auch zum Abschluss einfach ein Segensgebet mitgehen. Und das kannst du die Augen jetzt zumachen zu Hause und es einfach für dich genießen. Und zwar steht da geschrieben im Psalm 103, Vers 2 bis 5. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut und getan hat und noch tun wird. Er vergibt dir alle deine Sünden und heilt alle deine Krankheiten. Er kauft dich vom Tode frei und umgibt dich mit Liebe und Güte. Er macht dein Leben reich und erneuert täglich deine Kraft, dass du wieder jung wie ein Adler wirst. Amen. Ja, und in diesem Sinne, alles, alles Gute.
Wir freuen uns auf das neue, frische Jahr mit euch, auf die ganzen Abenteuer, die wir gemeinsam erleben werden mit Gott und sind gespannt, was wir für eine Ernte einfahren werden, gemeinsam als Church Family. So bleibt es nur mal zum Sagen, tschüss und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Same time, same place, wo immer du bist. Wir lieben euch, bis bald. Tschüss.